Patch! Patch! Bist du ein Patch? Es riecht nach Patch. Ja, ein neuer Patch ist draußen. The Forest 0.04 ist draußen in der Alpha. Und ja, getan hat sich jetzt nicht unbedingt extrem viel. Nein, definitiv nicht, aber ich werde es euch natürlich erzählen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich bin ja nett. Erstmal hier ist ein Fuß. Hallo Fuß. So, also generell hat sich ja wirklich nicht viel getan. Was jetzt, also performancemäßig und so was, hat sich natürlich schon sehr viel getan. Aber ich kann noch mal ganz kurz zeigen. Zum Bauen gibt's eigentlich nicht mehr als sonst. Das ist hier das Übliche halt, ne? Aber wie gesagt, zum Bauen gibt's eigentlich nicht mehr als sonst. Auch das Houseboat ist noch nicht placeable. Was sehr schade ist. Aber egal. Ich will euch trotzdem sagen, was sich geändert hat, weil es hat sich natürlich was geändert, sonst wäre es ja kein Patch. Einmal ganz kurz zur Information. Das ist eigentlich mehr ein Fix-Patch geworden, also sehr viele Fixes, sehr viele Performance-Probleme wurden behoben und vor allem wurde halt die Umgebung verschönert. Man kann sich jetzt auf die Bank setzen zum Beispiel, was natürlich auch nicht sinnvoll ist, aber egal. Die Hungeranzeige wurde neu ausgebalanced, weil vor dem 003er Patch wurde man nie hungrig eigentlich und nachher wurde man extrem schnell hungrig und jetzt haben sie es praktisch so gut wie ja balanced, also man wird jetzt eigentlich nur noch sehr selten wirklich schnell hungrig. Also man arbeitet halt viel. Gut. Ja, was hat sich jetzt größtenteils verändert? Größtenteils hat sich eigentlich nur das Verhalten der Kannibalen und die Kannibalen an sich verändert. An sich die größte Veränderung ist, dass die jetzt im Kampf agiler sind, mehr Sachen nutzen, schneller angreifen. Sie greifen jetzt auch öfters von den Steinen an. Es gibt jetzt verschiedene Frauenmodelle. Gott, wie sie das anhört. Also es gibt verschiedene Frauenmodelle jetzt auch bei den Kannibalen. Also es hat sich doch gerade wenn man eben nicht in dem Vegan-Mode spielt, hat sich doch ziemlich viel verändert. Ja, im Grunde spiele ich ja eh nur, damit ich nicht vor dem Patch-Notes sitze und hier was vorlese. Wie gesagt, im Grunde hat sich nicht viel verändert. Natürlich ein paar Bugfixes. Jetzt soll man angeblich nie wieder wegfliegen, wenn man irgendeine Leiche zerhäckselt. Da bin ich mir nicht so sicher, das hat es auch beim letzten Patch schon geheißen. Allerdings, ja, sie versuchen es auch immer zu beheben. Ansonsten hat sich eigentlich, nee, eigentlich nicht viel getan. Also es gibt nichts Neues zu bauen. Es hat, wie gesagt, nur rein Bugfixes gegeben. Also ist wirklich, und halt die AI, also die künstliche Intelligenz der Kannibalen hat sich halt verbessert. Die sind am Tag sind die nicht so aggressiv. Auf Nacht gehen die hin und wieder mal schlafen, wenn es wäre. Hier sieht man auch gleich ein neues. Also die gehen auch wirklich nachts hin und wieder schlafen. Was ist das Lustigste, dass ich
Das Lustigste, das ich gefunden habe, war ja, dass die Brustgrößen jetzt variieren von den weiblichen. Also manchmal haben sie große Brüste, manchmal haben sie kleinere Brüste, was auch etwas komisch ist. Aber na gut. Oh, hi. Ja, hier sind wir gerade auch in einem Lager. Von den Kannibalen. Wie gesagt, sonst, also das Video wird nicht länger werden. Es hat sich sonst nicht mehr getan. Also ihr könnt euch ja die Patch Notes auf der offiziellen Seite von The Forest anschauen. Sagen kann man auch, gestört, also wenn man jetzt zum Beispiel Kannibalen bei irgendwas stört, zum Beispiel beim Auffressen anderer Menschen, dann reagieren die besonders gereizt, das heißt, da kriegst du dann wirklich auf die Fresse von denen. Die Hitboxes vom Spieler selber wurden geändert, also die Kannibalen treffen leichter. Der Axtschaden allerdings wurde auch erhöht an den Kannibalen, also ja, viele Bugfixes, vieles Neues, aber ansonsten nö, sonst ist nicht viel Neues, nicht viel Interessantes gekommen. Einerseits schade, andererseits gut, hilft halt nicht, ne? Beim nächsten Patch kommt bestimmt wieder was. Aber ich meine, sie haben mit denen jetzt wieder, oh, sehr viele Tennisbälle. Sie haben halt den jetzt rausgebracht, pünktlich. Für den nächsten Patch haben sie auch wieder nur 18 Tage angesetzt. Aber ich denke, beim nächsten Patch werden dann wieder Neuerungen auch im Bereich Survival kommen. Dass man dann sagt, man kann jetzt wieder mehr bauen und. Aber das sieht man ja alles, wenn es draußen ist. Ja, und bis dahin, ja. Schönen Tag euch noch und bis in 18 Tagen zum nächsten Patch-Review. Servus!